Das Jahr ist eigentlich zu Ende. Ich stelle dir heute nochmal meine Favoriten aus dem Jahr 2021 vor. Das war ganz interessant für mich, um mal so ein bisschen zu gucken, was mochte ich, was ist hängen geblieben und was habe ich mir nicht nachgekauft. Und bevor ich lange ins Reden komme, würde ich sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle euch heute meine Jahresfavoriten vor. Das ist das allerletzte Video in diesem Jahr. Ich komme dann erst wieder im Februar zurück. Und wir legen los mit einer Sache, die ich euch jetzt nicht in die Kamera halten kann. Das werden die nächsten, muss gerade mal spickeln, 5 Sachen nicht sein. Und wir fangen nämlich an mit Discord. Ich habe mich im Jahr 2021 dafür entschieden, Discord zu erstellen. Ich glaube, ich hatte das schon 2020. Einen Account hatte ich, glaube ich, 2020 schon. Aber ich habe es wie viele von euch erstmal links liegen gelassen. Das habe ich einfach an den Anmeldungen auf Discord gesehen. Ich habe es links liegen gelassen, habe mich da nicht mehr drum geschert. Habe aber sehr schnell entdeckt, durch das, dass YouTube so viele Stimmungen hat und auch nicht mehr alles so wirklich anzeigt. Sprich, der Algorithmus arbeitet halt so, dass er dir nur noch Dinge anzeigt, die du auch wirklich viel guckst. Und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass Zuschauer mir einfach weggebrochen sind. Mir wurde zum Teil auch gesagt, so, ich finde deine Videos nicht mehr oder was auch immer. Also ich kriege nicht mehr mit, wann deine Videos hochgeladen werden. Klar, man kann immer nach den Upload-Zeiten gehen, klar. Aber ich bin halt auch nicht die Einzigste auf YouTube. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich mache mir jetzt mal einen eigenen Server. Und das hat eigentlich schon von Anfang an sehr gut funktioniert. Und wir sind inzwischen 69 Leute. Und ich habe wunderbare Mods, die euch zur Hilfe kommen, wenn es darum geht, wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert. War für mich am Anfang auch total unübersichtlich. Und da gehe ich, da ziehe ich mich zurück jetzt den Januar über. Also ich werde aktiv auf Discord sein, vielleicht auch ein bisschen aktiv auf Instagram. Mein Instagram-Profil findest du übrigens auch unten in der Infobox, wie du auch Discord unten in der Infobox findest. Ja, ich liebe es total. Also der Austausch ist einfach sehr miteinander auch. Man lernt sich so ein bisschen mehr kennen und das ist einfach eine interessante Sache. Also falls du Bock hast, auf Discord vorbeizuschauen, du bist herzlich eingeladen. Mir hat es unwahrscheinlich geholfen. Es ist für mich auch so eine Art Informationsquelle, weil ich es halt einfach auch auf dem Handy habe. Wenn ich da in den Rezepteraum ein Rezept reinposte und in der Küche dieses Rezept braucht, dann nehme ich die App her, drücke auf mein Rezept drauf, was ich brauche. Das ist eine gute Erinnerung sozusagen. Und dann kann ich da loslegen. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten Tiramisu gemacht. Das hatte ich auch in den Raum reingepostet. Ja, also ich liebe Discord, muss ich wirklich sagen. Ihr seid herzlich eingeladen. Drückt gerne mal unten auf den Link in der Infobox. So, im Herbst kam meine Ma an. Ich hab sie von Weitem so gesehen und mir nur gedacht, was schleppt sich jetzt da an? Kam sie mit einem Stuhl an. Und einem recht stylischen Stuhl, den sie auf dem Sperrmüll gefunden hat. Und hat sie gemeint, da ich gleich an dich gedacht, das ist genau dein Ding. Und das ist tatsächlich genau mein Ding. Er hatte so einen kleinen Ratscher an der Seite, den ich zugenäht habe. Aber ansonsten bin ich wirklich, wirklich krass happy mit dem Ding. Ich habe mir selber noch ein Tischchen dazu gekauft. Ein Beistelltischchen, das von Amazon empfehlen möchte ich das nicht, weil es ist, würde ich sagen, ein bisschen günstig produziert. Man merkt es dem Tischchen schon an. Aber es ist ein super tolles Tischchen. Da sind jetzt meine Medikamente drin. Das ist so ein riesen Fach drunter halt. Und ich liebe meinen Stuhl. Wenn ich auf meinem Stuhl sitze, dann brauche ich irgendwie was, wo ich meine Taste abstellen kann oder so. Oder meine Fernbedienung. Also super bequemes Ding. Und die Frage ist natürlich, wie kann man so ein Ding in Sperrmüll stellen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es bei mir ein gutes Zuhause gefunden. Und ja, ich liebe das Ding.
So langsam sieht man mir das auch im Gesicht an. Ich habe mich im Oktober dafür entschieden, meiner Gesundheit was Gutes zu tun und abzunehmen. Sprich, ich hatte im Jahr 2021 einen Bandscheibenvorfall, das war nicht so witzig. Dann ist es auch kein Geheimnis, diese Thematik tue ich eher auf meinem Zweitkanal behandeln, dass ich hormonelles Ungleichgewicht habe. Ich habe zum einen das Lipödem und zum anderen einen sehr starken Progesteronmangel. Und du kannst deinem Körper, wenn du so ein hormonelles Ungleichgewicht hast, also so einen Östrogenüberschuss, kannst du was Gutes tun, wenn du halt abnimmst. Muss man einfach so sehen. Und der Bandscheibe tue ich auch was Gutes, die halt einfach fast kaputt ist, wenn ich halt einfach gewichtlos werde. Also es war schon ein recht einschneidiges Erlebnis. So einen Schmerz hatte ich echt noch nie. Und vielleicht war das auch gerade gut, um so eine Entscheidung zu treffen. Und ja, auf jeden Fall mache ich jetzt regelmäßig Sport. Ich habe jetzt auch einen Fernseher geholt, nachdem ich unter Corona-Verdacht dieses Jahr stand, dachte ich mir, hey, wenn du also die ganze Zeit jetzt eingesperrt sein solltest, leg schon mal einen Fernseher zu. Ich bin jetzt Jahre ohne klargekommen. Aber jetzt musste dann, wie gesagt, ein Fernseher her. Und auch der ist irgendwie ein Favorit. Aber auf was ich jetzt raus möchte, ist Grow with Joe. Sie ist eigentlich kein Jahresfavorit in dem Sinn, aber sie wird zum Jahresfavorit, habe ich schon gemerkt. Also ihre Workouts mache ich regelmäßig. Ich habe jetzt den vierten Tag in Folge auch Sport gemacht, was für mich ein riesengroßes Ding ist. Und ich habe die Walking at Home Workouts für mich entdeckt. Und Grow with Joe ist halt, die Joe ist schon so jemand, der ist total happy und die reißt dich mit. Und ich brauche so einen kleinen Entertainer dann auch, der für mich vortönt, kann man sagen. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich auch ein bisschen jetzt abgenommen habe. Man sieht es, wie gesagt, im Gesicht auch schon. Ja. Die ist mir eine große Hilfe und ich möchte die tatsächlich auch in die Jahresfavoriten mit reinpacken, weil das wird auch noch im Januar, Februar und bis in den nächstes Jahr der Fall sein. Weil ich habe ja auch ein Ziel und möchte bis Ende des Jahres, mal gucken, ob ich es schaffe, 60 Kilo wiegen. Mal gucken, mal gucken. Meine Lieblingsserie. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal noch eine Serie so geil finde auf Netflix. Ich finde Netflix inzwischen wirklich, wirklich schwierig und ich hadere mit mir, ob ich es jetzt abbestellen soll oder nicht, weil ich mir halt nächstes Jahr das Sky-Ticket holen möchte. Brauche ich 3 Plattformen, um Filme zu gucken? Wir kennen die Antwort. Wir brauchen keine 3. Das kannst du alles nicht durchgucken. Aber auf jeden Fall mochte ich Arcane auf Netflix echt gerne. Ich glaube, ich hätte mir echt in den Arsch gebissen, hätte ich da keinen Zugang gehabt dazu. Von dem her, ich bin noch am Hin und Her überlegen, ich weiß es nicht, aber Arcane war wirklich klasse. Und die Serie habe ich 2-mal geguckt, hintereinander. Das sagt schon sehr viel aus. Ich liebe so Anime-Zeug. Ich mag es, wenn es so ein bisschen dreckig hergeht. Und die Figuren sind halt einfach mega gut gezeichnet. Ich habe das Thema Serien und Filme inzwischen auf meinem Zweitkanal platziert, weil hier passt es nicht mehr so richtig her. Falls du meinen Zweitkanal noch nicht kennst, bist du da herzlich eingeladen. Minimalistisch, intuitiv, vegan. Ich denke, der Kanal wird sich auch noch ein bisschen im Jahr 2022 verändern. Werde ich aber auf mich zukommen lassen, weil ich ja jetzt auch eine Pause habe. Ja. Arcane war eine richtig coole Serie und ich mag sowas und warum nicht euch daran teilhaben und Dinge empfehlen, die einfach richtig cool sind. Kommen wir zu ein bisschen Elektronik, die irgendwie zusammenpasst. Zum einen mal mein neues Handy. Das ist ein Samsung Galaxy S20 FE. Ich glaube, ich wäre immer noch bei meinem Samsung S7, aber der Akku, ich habe ihn da schon mal austauschen lassen und bei diesen neuen Handys ist halt das Problem,
die sind hinter das Display geklebt, die Akkus. Und das war so teuer, das Ding austauschen zu lassen. Und da der Akku relativ schnell wieder geschwächelt hat, habe ich mir gedacht, komm, ist jetzt mein viertes Smartphone. Seit es Smartphones gibt. Ne? Also ich versuche die schon immer so lange wie möglich zu verwenden, weil ich bin kein Freund davon, unnötig irgendwie ständig die neueste Technik zu haben. Und aber das, da war ich schon baff. So Hi Bixby, wie viel Uhr haben wir's? Es ist 10.42 Uhr am Montag, Dezember 27. Ja, also da bin ich schon baff gewesen, so, weil meine anderen Telefone das ja nicht wirklich gemacht haben. Ich glaube, das 7er, da hätte man eine Sprachsteuerung dazu nehmen können, aber naja, also mit Google habe ich ja eh immer was gemacht, also sprich Timer eingestellt oder so. Meine Anchorbox, also da habe ich dann meistens immer Podcasts gehört. Und die ist schon mega gut. Also die Qualität von der ist echt super, habe ich von Amazon. Ich kenne dir mal, wenn da noch kein Link unten in der Infobox drin ist, guck einfach mal rein, dann packe ich dir einen rein. Die hebt echt lange. Klar, ich habe jetzt im Dezember einen Dauer-Podcast gehört mit Alman Arabica und den Lester-Schwestern. Und was ich auch echt viel gehört habe, ist zwei wie Pech und Schwafel. Filmkritiken mit Robert und David. Das waren so die drei Podcasts, die ich echt viel gehört habe. Und im Dezember ist die schon zweimal leer geworden. Ne? Weil Alman Arabica gab es halt jeden Tag bis Weihnachten. Aber meistens dann immer hier diese Kombination. Besonders wenn ich dann im Bad war oder so, kannst du kurz die Box mitnehmen. Ist schon mega gut. Über solche Dinge sprechen wir auf Discord. Da gibt es dann auch Links zu den entsprechenden Podcast, bist herzlich eingeladen, aber wer kennt die Lester-Schwestern, zwei wie Pech und Schwafel und Alman Arabica nicht, ne? Also kann ich echt auch empfehlen, die drei Podcasts, die haben mich in dem Jahr wirklich begleitet. Ich habe auch eine Hose im Sommer unwahrscheinlich gerne getragen, rauf und runter, links und rechts, und das ist die hier, das ist natürlich eine lange. Das ist eine Stoffhose und zwar von der Marke Tok Tok. Na, also wer mich kennt, weiß, ich kaufe überwiegend Secondhand-Kleidung, aber wenn ich neue Dinge kaufe, manchmal, ganz selten, muss man sich doch bei herkömmlichen Dingen bedienen. Aber ich versuche halt schon, was ich neu kaufe, nachhaltig zu kaufen und was ich nicht neu kaufe, eben Secondhand. Und die ist eine meiner Lieblingshosen geworden. Ich dachte eigentlich, die Colotte wäre es, aber die mochte ich gar nicht so. Die mochte ich viel mehr, weil sie echt angenehm ist. Auch wenn sie am Bauch ein bisschen unpraktisch war für mich. Jetzt dürfte sie passen, weil ich ja ein bisschen abgenommen habe. Aber die war halt mega, mega bequem. Gerade wenn du im Sommer halt Strümpfe trägst. Und das will ich halt im Jahr 2022, möchte ich halt wirklich auf meine Strümpfe verzichten können. Aber wenn du Strümpfe trägst und dann kann keine Jeans drüber, das geht nicht. Das geht absolut nicht im Sommer. Ja, Schuhe, die ich am allermeisten im Jahr 2021 getragen habe, war die da. Die sind leider auch schon kaputt, auch Secondhand gekauft. Ich hätte sie mir neu nie gekauft, weil das waren BVB Pumas. Ich mochte das mit der gelben Schrift, aber als sie dann ankamen, war hier halt auch ein BVB-Zeichen. Ich bin dann mit dem Edding hergegangen und habe es knallhart schwarz angemalt. Und das ging halt echt nicht. Ich mochte die wirklich. Also sie sind auch kaum abgelaufen, sprich mit denen werde ich auch noch ein bisschen 2022 unterwegs sein. Sie sind auch noch nicht durch, wie meine anderen Pumas. Die sind hier am Fersen hinten. Die sind komplett durch. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Solche in der Art werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Natürlich Secondhand. Ja, aber ich versuche gerade bei so Ledersachen, das ist Kunstleder, aber gerade bei so Ledersachen versuche ich halt schon, da nicht zu sehr zu eskalieren, weil das entspricht halt einfach auch nicht dem Veganismus, sondern ich bediene mich bei Leder wirklich an Sachen, die schon auf dem Markt sind.
Da sollte man sich dann auch nicht eine ganze Kollektion Schuhe anzulegen. Also werden die dann meistens auch getragen, dass sie kaputt sind. Sie sind jetzt leider. Aber ist Kunstleder. Wusste ich aber lange nicht, muss man sagen. Wusste ich lange nicht, bis die da oben geplatzt sind. Ja, ja. Die habe ich echt geliebt. Legen wir los mit einem Kosmetikartikel, den ich einfach mega. Also ich fand den richtig gut. Kolibri, der Barrierebooster von Leon. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich dieses Ding nochmal holen werde. Denn man kann mit diesem Teilchen schön beispielsweise, und die halte ich jetzt auch schon gleich in die Kamera, weil die habe ich zufällig da, wenn ich mir ein Kosmetikprodukt zweimal hole, dann hat es viel zu bedeuten in einem Jahr. Und das ist die Ultrasensitive Urea Creme von Balea. Und die in Kombination mit dem Barrierebooster, ich sage immer, hey, wären hier noch Ceramide drin, wäre es einfach perfekt. Die ist einfach mega, mega gut, aber die ist halt nicht so reichhaltig, wenn jemand halt wirklich trockene Haut hat. Wird die Person mit der Creme alleine nicht zufrieden sein. Ich liebe sie, für mich ist die perfekt. Und mit dem Barrierebooster zusammen, den ich leer gemacht habe in dem Jahr, mich wirklich leer gerockt, ist es einfach ein perfektes Duo. Lieblingssonnencreme, und von der habe ich schon die unparfümierte Variante in klein, werde mir aber auch die große unparfümierte Variante holen. Die unterscheiden sich, groß und klein unterscheiden sich im UVA-Schutz. Und das ist aber nicht so krass, dass man jetzt sagt, dass ich jetzt sagen würde, ich brauche unbedingt die kleine. Ich nehme die große auch fürs Gesicht, kein Problem. Und die ist jetzt fast leer, die ist halt parfümiert, aber wie schon gesagt, davon gibt es eine unparfümierte Variante. Gott sei Dank, da hat das Unternehmen tatsächlich auf seine Konsumenten, Zuschauer und so weiter gehört. Das ist echt mega gut. Bin froh, dass die jetzt bald leer ist. Die nehme ich gerade die ganze Zeit. Ich finde halt, die kannst du super gut auftragen. Ist korallenfreundlich und ich liebe sie einfach. Ich bleibe da, glaube ich, echt hängen. No hat uns in dem Jahr halt wirklich viele neue Produkte beschert. Viele neue Produkte. Ich glaube, da kriegen wir auch 2022 noch einiges zu sehen. Und ein Produkt davon ist der Liquid Hydrator. Als er rauskam, das war eine Katastrophe. Den hast du nirgendwo im Laden gekriegt. Ja, keine Chance. War immer weg. Und dann bin ich halt irgendwann hergegangen und habe No bestellt direkt, also gleich eine größere Bestellung gemacht und er ist fast leer, aber ich liebe den echt. Es ersetzt kein Serum, ist halt so ein kleiner Zusatz, so ein Feuchtigkeitsbooster gerade für die Haut und ja, ich mag es total gerne und ich befürchte, ich werde mir den nachkaufen natürlich, auf jeden Fall. Das ist echt ungewöhnlich, dass ich eine Lieblingsbodylotion habe, weil das kennen viele. Eincreme drum habe ich immer nicht so gerne, aber sollte ich ja tun, gerade weil ich ja Kompressionsstrümpfe trage und mir das Ärzte immer unterschwellig gesagt haben, ihre Beine sind total trocken, das müssen sie eincremen und so weiter und ich habe es nicht mehr so mit so parfümierten Sachen, auch am Körper nicht mehr so und die Isana Med Körpermilch mit 10% Urea. Die ist ein bisschen zäher. Das mag nicht jeder, aber ich liebe die. Die ist echt gut. Ja, ich liebe die sogar so. Die ist fast leer. Das ist eine neue, dass ich mir gleich eine zweite geholt habe. Ich habe keinen Rossmann direkt in der Nähe, deswegen habe ich da schon gebunkert. Aber die ist halt schon mega gut. Und da wird auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall nochmal nachgekauft, weil ich liebe die. Kann sie echt empfehlen. Ich macht es inzwischen mit Duftstoffen so, dass ich die nur noch gezielt einsetze. Und dann kommen wir auch schon zum Parfüm. Das passt unwahrscheinlich gut. Und mein Lieblingsparfüm war 2021 die 25. Die habe ich vorgestellt von Laris. Und ich muss sagen, Laris ist halt echt. Larisé sagt man eigentlich. Larisé ist einfach ein unwahrscheinlich gutes Unternehmen mit einer echt krassen Qualität. Das,
Das schafft kaum einer. Also ich habe in dem Jahr ein bisschen was ausprobiert und Larisé sticht da halt schon richtig krass raus. Und die 25 ist einfach so toll. Das soll Coco Mademoiselle sein. Ich hätte nicht gedacht, dass Coco Mademoiselle, das hätte ich niemals im Laden probiert, dass das was für mich ist. Ich hatte da ja erst die Duftproben und dann habe ich mich durch die Duftproben getestet und die 25 ist mein absoluter Favorit mit der 177, aber die 25 habe ich noch mehr getragen. Lieblingsreiniger in dem Jahr, auch ein zweites Mal gekauft, ist aber schon ein Oldie, kann man sagen. Früher war Mikroplastik drin enthalten. Ihr wisst, ich achte da auf Kunststoff in der Kosmetik. Jetzt muss ich mir wirklich mal dran gewöhnen, nicht immer nur Mikroplastik zu sagen. Das haben wir auch diskutiert auf Discord. Weil sich die Kosmetikindustrie da schon einiges einfallen lässt und dieses Symbol leider auch auf Dinge draufpappt, wo dann doch Kunststoff enthalten ist, aber dieser Kunststoff nicht Mikroplastik ist, trotzdem aber Kunststoff ist im Wasser. Hier ist alles in Ordnung, braucht ihr euch keine Gedanken machen, aber ich muss mir wirklich dran gewöhnen zu sagen, hier ist kein Kunststoff drin. Und das liebe ich einfach, das funktioniert echt gut. Und ich hatte zwischendrin das von Rossmann, ich mag deswegen die Duftstoffe nicht so, das riecht nach gar nichts. Und das ist absolut mein Lieblingsreiniger. Das wird auch so mein Hauptreiniger sein. Ich habe noch das Balea Med Ultra Sensitive Waschgel. Mag ich auch echt gerne. Kann man wirklich morgens, ist das wirklich ein dickes Ding. Aber das Problem ist durch das, dass ich halt einfach jeden Tag Sonnenschutz trage. Das geht mit dem nicht so richtig runter. Also das löse ich dann lieber mit Öl. Und man schminkt sich ja eh auch mit Öl ab. Der wird eher wieder nicht so nachgekauft, aber nicht, weil ich das Produkt nicht mag. Ich mag es echt gerne, sondern ich bin da eher wieder in Richtung Minimalismus und versuche halt eben auch Produkte so ein bisschen einzusparen. Brauche keine zwei Reiniger, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Ohne Trockenshampoo geht bei mir gar nichts. Ist so. Ich habe die Pille abgesetzt vor, das sind es auch schon 3 Jahre. Und meine Kopfhaut fettet einfach nicht so. Und wenn es nach meiner Kopfhaut geht, jeden Tag waschen. Aber sonst halt nicht. Und ich komme mit dem Trockenshampoo echt gut zurecht. Das ist ein Zero Waste Trockenshampoo. Kaufe ich bei mir im Unverpacktladen. Ich habe aber gesehen, dass es dieses Trockenshampoo auch bei Rossmann online gibt. Ne? Also ihr könnt auch euch auch euer eigenes zusammenmischen. Man braucht nicht unbedingt das. Aber das habe ich mir halt tatsächlich zweimal nachgekauft im Jahr 2021. So eine Packung reicht abartig lang. Ist echt mega gut. Und da ist halt echt alles aus Pappe. Das ist echt super. Letztes Produkt. Und das ist keine Seife. Das ist ein seifenfreies Waschstück. Und das einzige Manko, was bei diesen seifenfreien Waschstücken immer ist, sie sind leicht parfümiert. Also es ist mild parfümiert, aber es ist Duftstoff enthalten. Und ich mag tatsächlich die von Rossmann lieber als die von Balea. Nimmt sich aber nicht viel, muss ich an der Stelle auch sagen. Und das habe ich 3-mal nachgekauft oder so. Also es ist das 3. oder das 4. Waschstück. Und das ist wirklich was ich immer wieder nachkaufen werde. Und ist halt einfach richtig gut für die Haut, weil ihr müsst bedenken, die Haut ist ja sauer und Seife macht basisch. Und ja, Aleppo-Seife ist schon gut, das ist aber trotzdem nicht gut für die Haut. Also es ist die bessere Seife, ja, aber geht wirklich zu so seifenfreien Waschstücken über. Die sind halt einfach viel besser geeignet. Und wer halt wirklich Einsparungen machen möchte, nicht so viel Produkte verwenden möchte, mit dem kann man sich auch die Haare waschen. Bei mir funktioniert das leider nicht, weil meine Kopfhaut ist da sehr zickig, was sowas betrifft. So, wir sind am Ende angekommen. Das war jetzt schon etwas länger, aber ich wollte das auch so ein paar mehr Sachen zeigen. Was waren deine Favoriten im Jahr 2021? Hast du Bock, mir mal 5 unten in die Kommentare zu schreiben?
Ich melde mich jetzt tatsächlich ab und lade im Januar keine Videos mehr hoch. Ich bin erst wieder im Februar zurück. Ich gönne mir jetzt eine kleine Social-Media-Pause. Vielleicht werde ich so ein bisschen auf Instagram sein. Aber ganz sicher werde ich auf Discord sein. Den Link findest du auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich sage danke dafür, dass du im Jahr 2021 dabei warst. Wir sehen uns im Jahr 2022 wieder. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.